Lügenpresse! Ihr verbreitet doch eh nur Fake News. Und das auch noch von meinen Rundfunkgebühren. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal geschrieben, gesagt oder gedacht hat. Ich bin Johanna Daher, Journalistin, und lese das als Kommentare in fast jeder meiner Social-Media-Schichten beim MDR Sachsen-Anhalt. Vielen von euch sind bestimmt die Geschehnisse in Köthen hier bei uns in Sachsen-Anhalt ein Begriff. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, hier die Kurzversion. Es gab eine Auseinandersetzung von 4 Personen, darunter auch Ausländer, und am Ende ist ein 22-Jähriger aus Köthen verstorben. Es folgten Trauermärsche und Friedenskundgebungen, immer involviert die extremen politischen Parteien. Ich möchte jetzt gar nicht mit euch so genau diskutieren, was da wirklich passiert ist. Was ich als Journalistin dabei enorm erschreckend fand, war, dass wir auf der Homepage des MDR Sachsen-Anhalt knapp 44% der Kommentare nicht freigeben konnten, weil sie Drohungen, Beleidigungen oder Ausländerfeindlichkeit enthielten. Natürlich ist Köthen jetzt so ein sehr extremes Beispiel, weil eine Person ums Leben gekommen ist und weil das auch deshalb emotional sehr hochgekocht ist. Aber ich möchte euch mal mitnehmen in die Situation, denn das mit diesen Hasskommentaren passiert eben auch bei banaleren Artikeln. Ich sitze da am Arbeitsplatz. Das Handwerk, das ich gelernt habe, ist das der Redakteurin. Wie recherchiere ich richtig? Wie berichte ich möglichst objektiv? All das sind so Fragen, die man sich da stellt und die man natürlich gelernt hat. Und dann habe ich eine dieser Schichten, in denen ich auf Social Media die Kommentare mitlese, teilweise mitdiskutiere oder gegebenenfalls sogar lösche, wenn sie eben nicht der Netiquette entsprechen. Das heißt, wenn zum Beispiel Beleidigungen gefallen sind. Und dann veröffentliche ich einen, nennen wir ihn mal ganz normalen Artikel. Er hat jetzt nicht irgendwie ein besonders kritisches Thema und dann veröffentliche ich den. Und dann kommt, was, das sind eh alles nur Fake News, die ihr hier verbreitet. Oder Statistiken, den konnte man noch nie glauben, dann der hier auch nicht. Oder sowas wie, ihr schreibt ja sowieso immer nur genau das, was die Politiker sagen. Systempresse, der man nicht glauben kann. Solche Hasskommentare fallen unter Beiträgen ziemlich schnell. Das wird auch sehr schnell ziemlich persönlich. Und ich wiederum finde das teilweise auch enorm verletzend, weil das ist ja der Job, den man irgendwie gelernt hat. Das Handwerk, was man kann, wofür man super viel Zeit investiert, was man Tag für Tag einfach macht. Meine Kollegen machen da ähnliche Erfahrungen mit. Und ja, ich denke da teilweise stundenlang danach über manche Kommentare auch immer mal nochmal nach, ob das jetzt irgendwie berechtigt war, wieso wurde das geschrieben. Das ist was, was einen einfach sehr stark so beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, da häufig vor so einer Mauer zu laufen. Das heißt, dass ich irgendwie denke, dass man gar nicht so richtig an die Leser rankommt. Und das wiederum macht mich auch enorm traurig, weil so eine Verrohung der Sprache uns ja alle gemeinsam auch nicht weiterbringt und so eine Respektlosigkeit natürlich auch enorm verletzend ist. Die User, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen eben den Usern, zum Beispiel euch hier, und den Journalisten, dass das eben immer schwieriger wird. Dass man gar nicht mehr so richtig miteinander reden kann. Ich glaube, das Problem ist da häufig, dass die User, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, denken, dass die Journalisten, die sind irgendwie so arrogant und lügen immer nur, und die Journalisten wiederum bringen häufig auch kein Verständnis vielleicht für die User auf, weil sie sich dann auch so schnell beleidigt und gekränkt fühlen.
Das alles hier in dem Talk soll jetzt aber gar kein irgendwie rumheulendes Mimimi von mir sein, was so eine Journalistin sagt, oh, ist irgendwie alles so doof, sondern das soll eine Problematik aufzeigen, die einfach weit mehr ist als eine pure Beleidigung. Denn Fake News und Lügenpresse, das sind einfach Begriffe, die vor allem von den politisch extremen Akteuren genutzt werden. Und zwar, um euch und all die Nichtjournalisten da draußen von ihrer Meinung zu überzeugen. Denn wir als Journalisten berichten in ihren Augen eben nicht die Wahrheit, weil wir sie zu Recht kritisieren. Wenn jetzt aber die Medien ausgeschaltet werden, wenn so extreme politische Parteien die Meinungshoheit bekommen und wenn der Dialog zwischen uns, also euch und genau uns Menschen einfach nicht mehr stattfindet, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie. Denn wir als Journalisten haben die Aufgabe, zu kritisieren, zu informieren und eben zur politischen Meinungsbildung der Bevölkerung beizutragen. Der Journalismus ist also wichtig für die Demokratie. Und wenn jetzt aber dieser Dialog nicht mehr zwischen uns stattfindet, und der ist natürlich ja enorm wichtig, dann haben wir einfach ein Problem. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach mal so Begriffe wie Fake News und Lügenpresse nutzt, auch wenn ihr das vielleicht gerade denkt, weil euch das nicht gefallen hat, was geschrieben wurde, dann steckt da einfach auch viel mehr Kalkül dahinter. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Ich habe aber nicht nur das Gefühl, dass wir nicht mehr so richtig miteinander reden können, oder ja, dieses Problem zwischen Usern und Journalisten haben wegen der extremen politischen Parteien. Früher dachten wir, das liegt daran, weil ja jetzt einfach mal jeder im Internet einfach mal seinen Frust loswerden kann, einfach ganz anonym oder ja mit einem Pseudonym, aber das ist es nicht oder nicht mehr, denn solche Hasskommentare, die erfolgen einfach mit Klarnamen und das immer und immer wieder. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir nicht mehr so auf Augenhöhe miteinander reden können. Eben weil die User ihre sehr feste Meinung haben, die Medien und die Journalisten und auch andersrum durch diese täglichen Erfahrungen auch mit den Hasskommentaren, die Journalisten denken, okay, irgendwie die User, man ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen genervt und irgendwie reden die nicht mehr auf Augenhöhe miteinander. Wie ich mir jetzt aber diese Augenhöhe vorstelle, etwa so. Wir stehen uns gegenüber, du und ich. Wir schauen uns an. Wir sehen, wie der jeweils andere reagiert. Wir wollen ihn oder sie nicht verletzen, wir wollen einfach miteinander ins Gespräch kommen. Wir sehen, was der ja jeweils andere macht, wie er sich verhält, was er auch sagt. Das ist auch okay, auch wenn uns bei ihm nicht alles gefällt, was er vielleicht macht und sagt. Und dann kommen wir aber an den Punkt, wo wir ihm das mitteilen wollen. Okay, wir müssen irgendwie loswerden, was uns stört. Und dann setzen wir uns hin und wir reden. Ruhig, besonnen, mit Blickkontakt. Denn wir wollen eben den anderen nicht verletzen. Wir wollen, dass er diese Kritik auch annehmen kann und nicht einfach beleidigt und verletzt die Situation verlässt. Denn wir wollen ihn oder sie ja auch gerne wiedersehen. Und genau deshalb bin ich heute auch hier. Ich möchte mit euch reden. Ich möchte mich hinsetzen und mit euch reden. Jetzt. Denn ich glaube, dass so dieses Problem, dass User und Journalisten nicht mehr miteinander reden können, so auf Augenhöhe, dass sich das vielleicht auch ändern würde, wenn die User zum Beispiel wüssten, was bei den Journalisten so abgeht. Wenn die wüssten, wieso man so oder so berichtet hat. Deshalb habe ich das Projekt Genrerator gegründet. Genrerator ist eine Wortneuschöpfung aus Journalist und Narrator, also Erzähler. Es geht dabei darum, dass Journalisten Einblick in ihre Arbeit geben,
Wieso haben Sie so berichtet? Gab es irgendwelche Probleme bei dem Termin? War es irgendwie besonders schwierig? All das. Und damit ihr das mitbekommt und das nicht so in dieser Journalisten-Filterblase bleibt, gibt es dafür eben den Hashtag, also Hashtag Journerator. Wie kann das in der Umsetzung jetzt aussehen? Da ist ganz viel, ganz kreativ denkbar, je nachdem, welcher Journalist es vielleicht auch einfach macht, weil da kann einfach erstmal prinzipiell jeder mitmachen. Das heißt, von einem einfachen Tweet wie was habe ich gerade irgendwie für ein Problem, bis hin zu Blogartikeln, Videos, eben ein Foto bei Instagram oder Podcast-Folgen, ist alles Mögliche denkbar. Das heißt, ihr merkt vielleicht auch schon, die Länge kann natürlich variieren. Ich kann ganz kurz auf ein Problem aufmerksam machen, mit einem Tweet, ein paar Zeichen bei Twitter eben. Man kann sich aber natürlich auch die Mühe machen, einen Blogartikel zu schreiben, der einfach viel hintergründiger ist. Bei dem man einfach zum Beispiel erzählt, okay, aus dem und dem Grund habe ich so und so zum Beispiel berichtet. Dieser Hashtag ist jetzt nur eine Idee für ein Format von mir. Eine Möglichkeit, damit wir anfangen können, diese Dialoge auf Augenhöhe wieder zu führen. Wo könnten wir uns noch treffen? Ich denke, auch da ist ganz viel möglich. Da gibt es jetzt eigentlich keine Grenzen. Das heißt, wir könnten uns beim Bäcker um die Ecke treffen, auf einen Kaffee und darüber reden. Wir könnten da aber auch was ganz Eigenes draus machen und ein ganz großes Event veranstalten, das da thematisieren. Oder wir fangen einfach heute hier an, beim TEDx Magdeburg, gleich nachher nach den Talks. Was glaubt ihr, wie würde es sich anfühlen, wenn wir alle wieder miteinander auf Augenhöhe reden würden? Ich denke menschlich, persönlich, emotional und respektvoll. Ich hätte das Gefühl, Teil einer Kommentarkultur zu sein, in der ich einfach alles sagen kann, in dem wirklich die Meinungsfreiheit großgeschrieben wird. Und das, ohne dass ich jemanden verletze oder ohne dass ich selber verletzt werde. Und das soll jetzt gar nicht so naiv klingen, aber ich glaube, so können wir die Demokratie tatsächlich retten. Indem, ja, wir wieder miteinander reden, es weniger Hass gibt und deshalb auch weniger Menschen so extrem werden. Falls du dich gerade fragst, okay, sie redet hier ziemlich viel über Journalisten. Was kann ich denn eigentlich tun, wenn ich jetzt gar kein Journalist bin? Stell Fragen, diskutier mit, schau hinter die Kulissen. Du bist dafür enorm wichtig, denn es braucht natürlich beide Seiten. Journalisten, die jetzt einfach irgendwie ins Leere reden, die machen keinen Sinn. Und das wird heute im Laufe des Tages bei den weiteren TEDx-Talks auch noch deutlich. Jeder kann von jedem lernen. Jeder hat ja ein Wissen und eigene Erfahrung, die er mit einbringen kann. Eben, und so ist der Titel ja dieser TEDx-Reihe heute, Each One Teach One. Unser nächster Schritt? Miteinander reden. Auf Augenhöhe. Nimm die Einladung gerne an. Wir lesen, sehen und hören uns, hoffentlich unter Hashtag Journerator und nachher nach den Talks. Ich freue mich auf die Gespräche. Also, das stimmt, ja.